diesem Video will ich euch demonstrieren, wie ihr aus dem Internet heraus mehr oder weniger unendlich viele SMS senden könnt, ohne dass ihr ans Limit eures Kontingents kommt. Also dazu eignen sich Seiten wie zum Beispiel sendforfree.de oder auch die Seite gratissimson.de. Denn die funktionieren in der Regel gleich, also ihr könnt dort eine bestimmte Anzahl SMS verschicken. Zum Beispiel gibt hier gratissimson.de an 10 free SMS tägliche User. Das funktioniert definitiv nicht, habe ich schon ausprobiert. Also ungefähr so nach 3 SMS ist Schluss, dann kommt die Meldung Kontingent aufgebraucht. Sowohl bei free SMS als bei Send for Free als auch bei gratissimson.de. Das liegt daran, weil beide Seiten merken sich eure IP-Adresse. Sehen wir hier bei wieistmeineip.de. Das ist also meine IP-Adresse, die merken sich die Seiten. Und wenn ich mit dieser IP-Adresse wieder auf die Seite gehe, erkennen die, dass ich quasi schon 3 SMS geschrieben habe und mir wird dann das Senden einer weiteren verwehrt. Jetzt könnte man natürlich denken, gut, dann ändere ich einfach meine IP-Adresse, gehe wieder auf die Seite und hätte dann wieder ein neues Kontingent, das wieder bei 0 anfängt, also wieder 3 SMS. So einfach ist es leider nicht, denn diese Seiten speichern sich auch ein Cookie in eurem Browser. Das heißt, die legen ein Cookie an, das dann, sobald man auf die Seite geht, der Seite meldet, auch unabhängig von der IP. Das ist der User, der hat heute schon 3 SMS geschrieben und darf also keine mehr schreiben. Gut, das können wir austricksen, diesen Mechanismus, und genau darum geht es jetzt hier im Video. Also, wie gesagt, Cookie und IP sind die Anhaltspunkte, das heißt, wir müssen Cookies löschen und wir müssen auch unsere IP ändern. Der einfachere Part ist natürlich, Cookie zu löschen, dazu schließen wir hier beide Seiten, um zu verhindern, dass Neues angelegt wird. Gehen hier in Firefox auf Extras, Einstellungen, hier oben auf Datenschutz und dann einzelne Cookies löschen und suchen dort einfach nach SMS und alles, was hier SMS heißt, das löschen wir einfach. So, jetzt sind die Cookies weg und jetzt müssen wir noch die IP ändern und hier wird es jetzt kompliziert. Wenn ihr einen normalen DSL-Anschluss zum Beispiel von der Telekom habt, könnt ihr einfach zu eurem Router laufen, Stecker ziehen, Stecker wieder reinstecken, dann habt ihr eine neue IP. Oder es gibt dann auch so vordefinierte Skripts. Zum Beispiel der JDownloader, den ich mal in einem anderen Video vorgestellt habe, hat solche Skripts, mit denen ihr dann Reconnect ausführen könnt. Oder es gibt auch CURL Reconnect Scripts, also da müsst ihr mal ein bisschen googeln. Ich habe auch ein paar Links in der Videobeschreibung, die euch da weiterhelfen können. Ganz kompliziert ist es dann letztendlich für Nutzer, die Kabelinternet haben, darunter zähle auch ich. Es gibt aber allerdings auch dafür eine Lösung, und zwar muss vom Router die MAC-Adresse geändert werden und dann das Modem neu gestartet werden. Also ich habe hier zum Beispiel für meinen D-Link und Thomson, D-Link-Router und Thomson-Modem habe ich hier ein Skript, das funktioniert auch, das ändert meine IP. Also ich muss dann hier so eine Reconnect-Datei ausführen, können wir mal testweise machen. Jetzt wird also an die MAC-Adresse im Router geändert und das Modem wird neu gestartet. Das führt dann eben dazu, dass ich jetzt eine neue IP bekomme. So, wenn ich das gemacht habe, also Cookies gelöscht und auch hier die IP geändert habe, kann ich eben auf Send for Free und gratissimson wieder mein Kontingent von neuem aufbrauchen, also wieder 3 SMS verschicken, bevor ich dann wieder diesen Reconnect durchführen muss. Und da das auch 2 Seiten sind, habt ihr quasi erstmal 6 SMS wieder von neuem. Und das, denke ich mal, dürfte reichen, da hat man dann mit einem Reconnect am Tag schon sich 12 SMS verdient.